Und da sind wir in Bielefeld, der Ort des Verlierens. In den, und es regnet. Ja, Bielefeld gegen Schlacke. Spieltag 25. Ja, wir sind jetzt hinter Köln auf der Tabelle zurückgerutscht. Und ja, von den letzten vier Spielen haben wir ein Unentschieden und drei Niederlagen. Ich hoffe, dass heute gegen Schalke endlich mal wieder drei Punkte herkommen. Das kann es doch wohl nicht mehr angehen. Hier sehen wir es auch in der Tabelle. Köln auf 3, Bielefeld auf 7 zurück. Und gut, Wolfsburg hatte jetzt ein Spiel. Wir brauchen drei Punkte, um überhaupt erstmal wieder irgendwo wieder in die Europa-League-Plätze reinzukommen. Oh, ich bin übrigens im Fokus. Ich habe ein Tor, 25 Einsätze, Alter 22. Ich bin auch ein ganz junger Hüpfer hier. Zumindest im Spiel. In Realität bin ich ein alter Sack. Ein sehr alter Sack, aber glücklich. Alt, aber glücklich. Oh, erstmal wieder Fokus auf Moa. Oh, wieso kommt der denn da nicht ran? Ist der dann Holzern im Kopf? Ich hab mein Holz. Ich hab mein Holz. Ich hab Holz vorm Kopf. La 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 la. Ich hasse dieses Lied. Ah, da kam ich nicht ran. Oh, ich muss ganz schnell wieder zurück. Ach nee, Moment, das ist FIFA, nicht Formel 1. Und die Fans johlen Bielefeld. Was war denn jetzt? Ich krieg hier doch nichts mit. Ja, Leute, ein bisschen energischer in die Zweikämpfe, sonst ist der Trainer scheiße. Weil der Trainer ist ja immer an allem Mist schuld. Und Ballverlust, aber Gott sei Dank nicht durch mich. Das hätte es wieder mega vom Trainer gegeben. Oh, was macht ihr denn da, Alter? Fußball, Tennis oder sowas? Das sieht aus wie eine Abi-Jugendmannschaft. Obwohl Schalke ist auch nicht besser. In Grün. Ach, Leute. Benehmt euch doch mal. Ihr benehmt euch wie die Leute in... Die Besowskis in der Kneipenschlägerei. Jeder will mal drauf. Ach, Schalke hat sowieso schon wieder den Ball. Komm, guckt mal hier hin, ist Schalke schon wieder Ballbesitz. Darf doch wohl bald überall sein. Glaube wohl. Okay, lassen ausrollen. Massimo, so hieß er. Genau. Immerhin habe ich überhaupt mal aufs Tor geschossen, was die anderen ja nicht hinkriegen. Nur leider war da so ein grünes Bein dazwischen. Nächstes Mal gib mir doch bitte eine Säge. Vorher noch absägen. Habe ich letztens in einem Discounter gefunden, aus werbetechnischen Gründen, werde ich deren Namen nicht sagen. Da gab es eine Japan-Säge. Habe ich gesagt, für das, ich brauche mal Waffenschein. Eine Frau am anderen Ende des Ganges hat sich totgelacht. Habe wahrscheinlich gedacht, oh ja, da brauche ich so. Den kann ich meinem Mann den Kopf absägen nachts. Ahem, ahem. So, und Arminia wieder in Vorwärtsbewegung und mir gibt noch nicht... Ah, jetzt hab ich den Ball. Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Boah! Also wenn das so weitergeht, dann steigt Bielefeld bald in die zweite Liga. Aber ich habe inzwischen eine Leihanfrage gestellt, weil verkaufen will Bielefeld mich ja nicht. Warum? Da können sich dafür 10.000 andere Spieler kaufen. Ich bin fast 35 Millionen wert. Weil ich so gut bin. Eigentlich nicht, weil ich schlecht bin, aber. Jawohl, Ortega hält den Kasten sauber. Noch. Boah, was war das denn für ein Fehlpass? Also, da braucht der Trainer mir nachher nicht auf den Sack gehen. Deine Fehlpässe sind scheiße. Ja, ich weiß. Jawohl, Maxer haut da raus und jetzt rennen wir mal nach vorne.
Und Tereng, Teng, Teng. Und Ballverlust. Was könnt ihr eigentlich? Okay, Christiansen hat 100% Pässe. Der geht nachher sowieso wieder raus, weil Prietl dann wieder kommt. Okay, ich habe ihn angeschossen, lassen auslaufen. Dann kriegen wir immerhin einen Wurf. Jawohl, nein! Jawohl, nein! YOLO! Mir ist nichts Besseres eingefallen. Jawohl, ich war mit dem Fuß dazwischen! Die Schalker gehen aber auch ganz gerne mit ihren Stinkpfoten dazwischen. Mit den Käsefüßen. Weil, wie jeder weiß, ein Schalker hat Käsefüße. Die sind im Übrigen schwarz-gelb. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, geil. Er geht mit dem Fuß. Er unterbricht den Pass und passt wieder zum Gegner. Ey, hallo? Wir gewinnen nicht, wenn wir Fair Play machen hier. Wer interessiert Fair Play? Mit dem Brecher ist und brecht ihm die Beine. Weil wenn kein Schalker mehr spielen kann, dann... Oh, Frankfurt gegen Leipzig spielt auch noch an diesem wunderherrlichen, ne? Wirklich positionssicher warst du nicht. Man kann ja auch mal was loben. Du Arschloch von Trainer. Ist auch eine Pisswurst. Oder soll ich sagen Kackwurst? Ich glaube, Kackwurst ist realistischer. Weil die Wurstform ist meistens kacke. Gott, was ist los mit euch? Das ist nur Schalke. Das ist nicht Köln oder FC Bayern. Also mein Spieler geht gleich einfach in die Umkleidung, geht nach Hause. Zieht sich um, geht einfach nach Hause. Einfach so random nach Hause gehen. Ich weiß, dass ich im Fokus bin, aber momentan mal... Toll, kaum bin ich im Fokus, biete ich hier eine schlechte Leistung. Läuft. Oh, die ersten... Bellarabi kommt und Okcipka. Gott, das kann noch kein Mensch aussprechen. Deswegen gut, dass ich kein Sportkommentator bin. Und Schalke führt 1-0. Es darf nicht wahr sein. Und ich kann nicht mal was dafür. Ich will von diesem Kackverein weg. Aber die lassen mich ja nicht gehen. Vor allem, der steht da voll frei und wird vollkommen... Da steht kein Mensch. Der nächste steht 3 Meter oder... Ja gut, sagen wir 2 Meter. Daneben und guckt blöd. So, Meine Fresse, wir verlieren hier schon wieder. Und das nächste Spiel ist gegen Leverkusen. Wo ich das letzte Mal aber zum allerersten Mal überhaupt gegen Leverkusen gewonnen habe. Sag mal, zu Köpfen sind die auch nicht... Ja, Mann! Alter, jetzt, ich grätsch die tot um, ey. Krieg halt die gelbe Karte, ist mir vollkommen scheißegal. Jetzt holze ich hier alles um, jetzt mache ich um meinen Holz. Ich bewerfe mit dem Baumstamm. So, gib her das Ding. Ich stehe frei, der andere nicht. Er wird angespielt, ich nicht. Was läuft bei eurer KI im künstlichen Intelligenzzentrum eigentlich falsch? So, Prietl. Ich habe noch gute Laune. Ich bin die Freude in Person. Ich bin nicht wütend. Niemals. Sonst wäre ich schon grün angelaufen.
Einfach mal random. Ja, auch noch so ein derben Fehlpass. Leute, ihr spielt erste Bundesliga, nicht Kreisklasse. Wollt ihr mich verarschen? Naja, anscheinend wollen sie das. So. Jetzt geht nach vorne, schießt ein gottverdammtes Tor und dann holen wir uns wenigstens einen Punkt. Wir brauchen eigentlich mindestens drei, um überhaupt noch international mit dabei zu sein. Könnt ihr eigentlich nur die Bälle verlieren? Eure Stadt existiert schon nicht, also. So, Ecke, geht doch. Herr Gott, jetzt muss auch mir mal wieder ein Tor fallen. Embolo. Okay. So, ich trete die Ecke. Und ein Schlacker ist dazwischen. Herr Gott, nochmal. Pisser, gib mir den Ball wieder. Hast mir weggenommen. Mein Spielzeug. Herrgott, ey. Ich rege mich aber nicht auf. Niemals. Wird mir niemals im Leben einfallen. Aber könnt ihr den nicht einfach mal umholzen? Tret den einfach in den Arsch, wenn der Schiri nicht hinkommt. Macht das einfach wie Sergio Ramos. Obwohl, nee, dann wird, glaube ich, kein Schalker mehr leben. Aber... wieso sind die Schwarzen immer so schnell? Wie sagte Kristall mal? Langer Penis rennt schnell, aber nicht gleichzeitig, weil sonst... Au, 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 au. Na endlich, kommt mal Klos. Das wurde doch langsam mal Zeit. Jetzt mal einer, der hier ein bisschen... Ja, voll reingegrätscht. Das darf nicht wahr sein. Und gleich haben wir das zweite Spiel auch noch verloren. Hallo? Wird umgeholzt? Schiri? Du hast mehr als eine Tomate, du hast einen ganzen Gemüsegarten auf dem Kopf, ne? Wollen wir doch alle verarschen. Nein, ich rege mich immer noch nicht auf. Das mache ich erst, wenn ich gegen Leverkusen auch noch verliere. Dann ist aber Donnerwetter. Ich habe gehustet. Und das Spiel ist vorbei. Bielefeld verliert erneut. Drittes Spiel in Folge, also ich würde bei Arminia auswandern. Oder ist das Halbzeit? Nein, das Spiel ist vorbei. Also jetzt geht's gegen Leverkusen. Ich verabschiede mich und sage auch wieder geschaut.